Deutsche Sportvereine haben in den letzten Tagen gefälschte Briefe mit dem Absender Verteidigungsministerium erhalten. In den Briefen wurden sie aufgefordert, Listen von jungen Menschen zu erstellen, die außerhalb der Ukraine personelle, logistische und technische Unterstützung leisten könnten. Eine Sprecherin betonte jedoch, dass diese Schreiben nicht vom Bundesministerium der Verteidigung stammen. Es handele sich hierbei um Fälschungen mit desinformierendem Charakter. Das Bundesministerium der Verteidigung distanziert sich ausdrücklich von den gefälschten Briefen.